Es geht endlich los mit der US-Berichtssaison. Tesla hat gestern den Anfang gemacht und in diesem Video geht es um Tesla, Bitcoin und ein paar andere Dinge und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Zunächst mal etwas anderes, nämlich heute beginnt ja auch die Fed-Sitzung, morgen dann die Fed-Entscheidung, wird nicht viel Neues erwartet, aber wir haben hier jetzt den Goldman Sachs Financial Conditions Index auf einem neuen Allzeittief. Das heißt, die Finanzierungsbedingungen waren noch nie so locker in der Geschichte der USA wie derzeit. Die Fed macht es möglich und da ist vielleicht eine Aussage dann ganz interessant. Eines Herrn, der gesagt hat, Bitcoin ist eine Wette gegen ein zentralisiertes Finanzsystem run by crazy people, also das von verrückten Leuten gesteuert wird. Es ist die Wette darauf, dass der Kaiser nackt ist und vielleicht ist das der tiefere Sinn von Bitcoin, das mal aufzuzeigen. Ein Asset, das nicht vermehrbar ist, zeigt natürlich die unendliche Ausweitung der Geldmenge und der zentralisierten Notenbanksysteme, die drucken, drucken, drucken und hoffen, dass das schon gut gehen wird. Es hätte noch immer gut gegangen, sagt der Kölner. Und der Jerome, der hier unten zu sehen ist, der glaubt das wahrscheinlich allen Ernstes, obwohl er vorher, bevor er Fed-Chef war, immer wieder gesagt hat, das kann schief gehen. Er hat immer gewarnt, jetzt wo er Fed-Chef ist, ist das natürlich alles anders. Mohamed El-Erian, ehemaliger Chef von PIMCO, jetzt Allianzberater, sagt, eigentlich müsste die Fed jetzt beginnen zu tapern, also die Anleihekäufe zu reduzieren Richtung Null, wird sie aber nicht machen. Man lässt die Dinge weiter heiß laufen. Schauen sich die Rohstoffpreise an. Lumber gestern neues Allzeithoch, also Bauholz. Da sind Dinge dabei, die schnell aus dem Ruder laufen. Und was soll die Fed dann machen? Den Leitzins auf 5% anheben? Wie soll das gehen bei der massiven Verschuldung der Amerikaner? Dann würde allein die Zinsbelastung für den US-Haushalt so gigantisch sein, dass man sich dann viel anderes nicht mehr leisten kann. Schauen wir mal weiter hier. Diese Parallele zwischen März 2009, April 2010, dieser Zeitraum, und jetzt März 2020, April 2021, fast identisch der Kursverlauf. Dazwischen so eine kleine Korrektur, dann wieder steil nach oben, gestern S&P 500 und Nasdaq mit neuen Allzeithochs, Dow Jones etwas schwächer, der DAX hat sich erstmal vorsichtshalber gar nicht bewegt, also es gibt schon diese unheimliche Parallele zwischen eben diesen Zeitraumen 2009, 2010 und das noch in denselben Monaten, das ist schon paradox ein Stück weit. Schauen wir uns hier den S&P 500 an, bevor wir zu Tesla und Bitcoin nochmal kommen. Sehen wir hier leicht negative Divergenz, aber diese dicken Schiebekerzen, da ist so wenig wirklich dynamische Bewegung. Wir sehen auch wieder sehr geringes Volumen. Vielleicht wird das jetzt anders mit der US-Berichtssaison, mit den großen Tech-Werten. Ich hatte gestern gezeigt, was die alleine bewegen in den Indizes beim S&P 500, respektive beim Spider, dem maßgeblichen ETF. Sind es gut 23%, beim Nasdaq, beim Triple Q ETF sind es 45%, also das ist schon eine gigantische Summe, die da an Marktkapitalisierung durch die Zahlen der großen Tech-Werte in dieser Woche bewegt werden. Gestern nochmal dann auch das Gerücht, das hat dem Nasdaq geholfen, hat Amazon geholfen, dass man hier einen Stock-Split machen wird, also dass man praktisch, ja, wie Tesla es auch gemacht hat, die Aktie splitten wird, damit wird sie optisch günstiger, dann kann auch der Kleinanleger ein bisschen mehr kaufen, das hat geholfen. Aber gestern dann die Zahlen von Tesla. Da ist man seitens der Investoren nicht so wirklich begeistert gewesen, obwohl der Gewinn größer war als erwartet. Aber der Umsatz war schwächer, $719,85, so gestern der Schlusskurs, ein Minus von 2,5%. Warum war dieses Minus da? Das wollen wir uns gleich mal anschauen. Nämlich, weil faktisch es so ist, dass Tesla mit diesen CO2-Zertifikaten, die faktisch eine Quersubvention ist, man nimmt es von anderen Autokonzernen und steckt es dann in diejenigen, die angeblich so umweltfreundlich produzieren, nämlich Elektrofahrzeuge. $518 Millionen alleine in diesem Quartal hat Tesla jetzt hier verbucht. Aber auch das ist ja die Frage, wie verbucht man das? In welches Quartal schiebt man das? Jetzt hat man aber nach GAAP Earnings, also nach der
etwas strengeren offiziellen Bilanzierungsmethode einen Gewinn von 438 Millionen Dollar ausgewiesen. Ziehen wir also diese 518 ab, dann kommen wir auf einen Verlust. Das heißt, Tesla hat nach wie vor mit seinen Autos kein Geld verdient, sondern eben durch die CO2-Zertifikate. Da gibt es aber noch eine ganz andere Rechnung, die gleich noch dazu kommt. Hier sehen wir mal, wie Tesla mit dastehen würde, ohne eben diese CO2-Zertifikate, seit Quartalen negativ. Man hat sich da immer wieder ins Plus gerettet, weil man in den S&P 500 wollte seitens Teslas, indem man dann eben die Zertifikate so reingerechnet hat in die Bilanz, dass es dann gepasst hat. Schauen wir uns mal hier den Autoabsatz an, knapp 600.000. Klar, da ist eine Steigerung erkennbar, aber wie weit wird das gehen? Das ist die Frage. Hier sehen wir die Autoproduktion, was also Tesla produziert. Jetzt will man ja in Berlin und in Texas dann noch nachlegen, also noch mehr Autos produzieren. Die Frage ist, wer braucht die eigentlich? Ist es jetzt so, dass Tesla viel, viel mehr Autos verkaufen könnte, wenn sie mehr produzieren würde? Das ist wahrscheinlich die entscheidende Frage, die sich hier stellt. Und wir schauen uns mal hier die Verkäufe zum Beispiel in Deutschland an, März 2021. Das sind die letzten, die aktuellen Zahlen. Dann haben wir bei Tesla einen Absatz von 3703 Fahrzeugen. Vergleichen wir das mal etwa mit Volkswagen. Volkswagen alleine hat schon 56.550. Jetzt kommt dazu aber noch Audi oben mit 22.235 und kommt noch dazu Skoda mit 16.865. Dann sind wir so um und bei 95.000, also etwa das 30-fache dessen, was Tesla hier in Deutschland verkauft. Jetzt kann man sagen, ja okay, Deutschland, aber Deutschland ist der wichtigste Automarkt Europas. Und man kommt also hier nicht so wirklich aus dem Quark. 3000 und ein paar zerquetschte Fahrzeuge, das ist bei einer Marktkapitalisierung von um und bei, glaube ich, jetzt so 700, 800 Milliarden Dollar natürlich durchaus sportlich. Da muss also irgendwie eine Zukunft eingepreist werden. Entweder, dass Tesla praktisch der Champion ist der zukünftigen Autoproduktion, dass also alles darauf hinausläuft, dass es nur noch Tesla gibt, dass man mit Daten extrem viel Geld verdient, dass man mit Batterien extrem viel Geld verdient, dass man also hier wirklich der Platzhirsch wird. Wird das aber der Fall sein? Da sehen wir schon den Gegenwind, vor allem in China. China versucht hier seine lokalen Produzenten zu pushen und hat sich ja kürzlich ziemlich scharf gegen Tesla gewendet. Erstens nach diesem Protest, der da stattgefunden hat auf der Shanghaier Automesse. Da musste Tesla dann zu Kreuze kriechen und sich bei den chinesischen Konsumenten entschuldigen. Das zeigt einmal mehr, was da wirklich Sache ist. Dann hat China Teslas aus seinem Militär verbannt, weil eben da Kameras drin sind etc. etc. Das heißt, die Luft in China wird für Tesla immer dünner und das gilt ja eigentlich für alle US-Tech-Konzerne. Die sind im Westen der Fall, aber im asiatischen Bereich kaum der Fall. Apple gibt es noch in China. Warum? Weil man da eben auch produziert. Wäre das nicht der Fall, dann würden die auch dort wahrscheinlich keine Rolle spielen. Amazon spielt dort keine Rolle, Facebook spielt dort keine Rolle. Also da ist eigentlich gar nicht so viel mit dieser Tech-Dominanz in der Realität der Fall, was die Marktkapitalisierung betrifft. Ich hatte da eine Grafik gestern gezeigt, dazu ist das absolut der Fall und das ist ein Missverhältnis, das sich früher oder später dann eben adjustieren muss. Tesla, wie gesagt, wird auch in China keine großartige Zukunft haben und wenn man in Europa dann auch jetzt nicht wirklich eine zentrale Rolle spielt, vielleicht wird man aufsteigen von der Nummer 20, was man in Deutschland derzeit ist mit diesen Verkäufen, mit 3700 Stück, ich habe es mal nachgezählt, im März war man Nummer 20. Das ist großartig. Vielleicht wird man dann irgendwann Nummer 19. Das würde rechtfertigen, dass wir da nochmal 200 Milliarden an Marktkapitalisierung nach oben drauf packen. Aber es ist eben nicht so, dass hier wirklich die Bäume in den Himmel wachsen. Ja, sie wachsen, aber sie wachsen nicht in den Himmel. Und da ist die Frage nach der Bewertung natürlich nach meiner Auffassung eine gerechtfertigte Frage. Hier, jetzt kommen wir zu diesem komplexen Tesla und Bitcoin. Man hatte hier, wie man gesagt hat, einen Ausfluss von 1,2 Billion an Bitcoin, also 1,2 Milliarden an Bitcoin. Man hat offenkundig 10% dessen verkauft, was an Bitcoin, was Tesla gekauft hatte und hatte damit um und bei einen Gewinn von 100 Millionen Dollar gemacht. Das ist schon mal interessant. Dann hat Musk noch gesagt, also er selber für sich persönlich hat er noch keine Bitcoins verkauft und will er auch nicht verkaufen. Und es gäbe einen viele, viele Gründe, um optimistisch für Bitcoin zu sein. Das ist interessant, dass gerade Elon Musk das sagt. Jedenfalls, wenn wir uns das jetzt mal ansehen,
ansehen, dann sehen wir zunächst mal, dass Bitcoin auf diese Aussagen von Elon Musk positiv reagiert hat. Das ist das eine. Und wir sehen aber auch, dass jetzt Tesla 100 Millionen alleine in diesem Quartal mit dem Verkauf von Bitcoins gemacht hat. Das ist mehr, als man in 14 Jahren mit dem Verkauf von Autos produziert hat. Und hier schlägt ein Twitter-Kommentar vor, Mensch, ändert doch mal euer Geschäftsmodell, macht doch ein Trading-Desk auf und handelt vor allem mit dem Bitcoin. Das könnte lukrativer sein, als diese Autos zu produzieren. Das scheint ja bisher nicht so wirklich erfolgreich zu sein. Und ja, es ist natürlich ein wunderbares System, das Elon Musk da geschaffen hat. Er selber persönlich hat Bitcoin. Tesla hat Bitcoin, ist also wichtig für die Bilanz, ob Bitcoin steigt oder eben fällt. Jetzt kann aber offenkundig eben Elon Musk mit Tweets den Preis für Bitcoin nach oben heben. Damit macht er sich selber reicher, damit verbessert er die Bilanzposition von Tesla. Wunderbares System, natürlich ist da keine Regulierung erforderlich, sagt hier Sven Hendrik ironisch. Wir sehen hier den Preis von Bitcoin, wie er dann reagiert hat auf eben die Aussagen von Elon Musk, ist nach oben geschossen. Ein wunderbares Ponzi-Schema, das sich selbst ernährt. Wir hatten gestern einen Artikel hier bei Finanzmarktwelt, warum bei 100.000 bei Bitcoin Schluss sein könnte. Warum? Weil schlichtweg dann das für die Staaten zu gefährlich wird, was die Staaten allein investieren, um Geldwäsche zu verhindern. Und das ist natürlich viel schwieriger zu kontrollieren in deregulierten, dezentralen Märkten wie Bitcoin. Das ist natürlich ein echtes Problem. Dann solche Leute wie Masalek von Wirecard, der wahrscheinlich sehr viele Bitcoins mit sich führen wird auf seiner Wallet, der dürfte natürlich über solche Dinge jubeln. Also es ist schlichtweg so, dass hier ein Konkurrenzsystem entsteht, dass die Staaten früher oder später, das hatte ich mit dem Blocktrainer im Interview auch als These formuliert, dass die Staaten nicht dulden können, das Geldschöpfungsmonopol der Staaten ist gefährdet. Steuerliche Gründe sprechen dafür. Die Ungleichverteilung von Bitcoin ist ja viel krasser als die von Fiat-Geld. Ich habe wirklich nichts gegen Bitcoin, um das nochmal klar zu sagen. Ich finde es klasse, wenn ein dezentrales System, das nicht gesteuert wird durch eine Zentrale, existiert. Das gibt den Leuten tendenziell Freiheit, Unabhängigkeit von Autoritäten. Wahrscheinlich kommen jetzt wieder die Kommentare, Hubmann, du hast doch keine Ahnung von Bitcoin. Jeder, der auch nur im Ansatz etwas Kritisches sagt, ich versuche Positives wie auch weniger Positives in einem kompletteren Bild zu zeichnen, aber wenn nur ansatzweise etwas gegen oder einen kritischen Punkt bei Bitcoin sagt, der wird dann immer sofort sozusagen exkommuniziert, keine Ahnung. Das ist ein Zeichen von Intoleranz, die mir richtig auf die Nerven geht. Nicht auf die Nerven gehen mir derzeit die Märkte. Wir sehen jetzt, dass heute nochmal Microsoft und Alphabet, also zwei absolute Schwergewichte, berichten werden. Aber auch AMD, Visa, 3M, General Electric, UPS. Also es ist eine Menge los. Morgen dann ja noch Gesichtsbuch und Apple und Boeing und Spotify und so weiter und so fort. Meine Damen und Herren, das soll es erstmal gewesen sein. Das war ein kurzes Schlaglicht auf Tesla und Bitcoin. Jetzt wünsche ich einen guten Start in diesen Tag und sage Servus und Ciao.